Hallo, meine Süßen, ich begrüße euch zur neuen Wochenenergie für die Woche vom 24.10. bis zum 30.10.2022. Wir schauen wieder, welche Energien hier wichtig werden für euch. Ihr bedenkt aber bitte, dass es allgemeine Energien sind. Das heißt, sie können, sie müssen aber nicht mit euch resonieren. Ich fange auch gleich an zu mischen. Was wird in der neuen Woche wichtig fürs Kollektiv? So, da haben wir hier schon mal die 8 Schwerter, die 7 Stäbe und die Kraft aus dem Tarot. Was kommt davor? Und da fällt mir sofort ein, dass es sein kann, dass man sich hier eventuell in eine Situation begibt oder sich mit einer Situation auseinandersetzt, in der man sich so ein bisschen gefangen fühlt oder man denkt, dass man gefangen ist, ne? Und das ist ja auch immer so die Karte der Selbstsabotage, ne? Also die 8 Schwerter ist immer der Hinweis, dass diese Begrenzungen nur in deinem eigenen Kopf sind, ne? Und wahrscheinlich habt ihr so ein bisschen das Gefühl, euch hier irgendwie verteidigen zu müssen, ne? In irgendeiner Situation, weil die 7 Stäbe, da könnte sich also eine Situation aufbauen. Oder ihr denkt, dass sich eine Situation aufbaut, in der ihr euch hier irgendwie verteidigen müsst. Ne? Und die Karte die Kraft aus dem Tarot, was kommt davor, ist hier der Hinweis, dass ihr gleich schauen dürft, inwiefern muss ich denn da überhaupt diese Energie reinstecken? Inwiefern hat das Ganze denn auch wirklich etwas mit mir zu tun? Also wenn es jetzt hier um Situationen geht, die im Außen auf euch zukommen, prüft da wirklich genau, was hat das Ganze wirklich mit euch zu tun? Ne? Vielleicht begrenzt ihr euch hier auch wirklich selber. Ne? Ihr habt Angst vor Angriffen. Ihr habt Angst, in einer Situation eventuell nicht stark genug zu sein und begebt euch dann hier so ein bisschen in diese, ihr verstellt euch hier. Ihr könntet Gefahr laufen, euch zu verstellen, damit eventuell auch eine Situation gar nicht erst wieder eskalieren könnte. Ne? Wir schauen mal weiter, was hier noch wichtig wird. So, da haben wir hier The Fool, der Narr. Ne? Und ihr versucht hier wahrscheinlich so ein bisschen in die Leichtigkeit oder das Ganze so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, es kann sich hier wirklich um einen Neubeginn handeln, der wirklich auch mit dem Thema Leichtigkeit zu tun hat. Und ihr seid hier aufgefordert, oder wenn es hier um diese Situation geht, wo ihr Gefahr lauft, euch zu verstellen, weil ihr Angst habt, angegriffen zu werden, dass ihr hier wirklich schaut, wie schlimm ist diese Situation eigentlich? Also hier so ein bisschen der Hinweis, doch eher so ein bisschen in diese Leichtigkeit auch zu gehen. Ne? Was liegt denn hier an der Unterseite? Haben wir das Ass der Kelche. Da könnte es hier wirklich um das Thema Liebe oder Verbindung im Allgemeinen gehen, also um emotionale Angelegenheiten oder um eine Situation, die euch am Herzen liegt. Na? Wir schauen jetzt mal weiter aus dem normalen Tarot, welche Informationen da wichtig werden können. Da haben wir hier erstmal das Rad des Schicksals. Das könnte eine Situation sein, die ihr eventuell schon mal ähnlich hattet. Und hier dürft ihr schauen, weil das Rad des Schicksals, da wiederholt sich etwas, ne? Und hier dürft ihr schauen, woher kenne ich das eventuell schon aus der Vergangenheit und wo, ja, was kann ich jetzt anders machen, ne? Weil das Gute ist, dass wir hier diese Karten aus dem Tarot, was kommt davor, die sind gefallen. Und da ist wirklich der Hinweis, ihr habt hier noch ganz klar die Möglichkeit, wirklich auch umzukehren. Ne? Also, dass ihr euch hier gar nicht selbst manipuliert oder euch hier in so eine untergeordnete Position bringt. Ne? Das ist ja ganz klar irgendwie auch eine schicksalhafte Lernaufgabe. Ne? Vielleicht habt ihr auch Angst, für etwas verantwortlich gemacht zu werden, für was ihr gar nichts könnt. Ne, das wäre auch noch eine Möglichkeit. Und da ist ja wirklich ganz klar der Hinweis, lasst euch hier nicht in eine Sündenbockrolle bringen.
Ne? Also prüft genau, was hat dieses Thema, um was es hier geht, wirklich mit mir zu tun und inwiefern muss ich mich da wirklich auch so reinhängen, ne? Gerade wenn es nichts mit euch zu tun hat. Wir schauen mal weiter. Welche Karte wird hier wichtig für die sieben Stäbe? Da haben wir die sieben Münzen. Da geht es um das Thema Geduld und Ernte einfahren. Eine Sache, ja, wo es darum geht, geduldig mit euch selber auch zu sein, geduldig eventuell auch mit der Situation, ne, wenn ihr euch da selber drin befindet. Weil alles Gute braucht so seine Zeit. Ne? Also setzt euch da nicht selber unter Druck oder verstellt euch da auch nicht. Ne? Das ist ja wirklich auch eine schicksalhafte Lernaufgabe, eure eigenen Ängste, eure Begrenzungen, eure Einschränkungen, die ihr euch selber auferlegt, dass ihr es erst gar nicht so weit kommen lasst, sondern ihr wirklich auch darauf vertraut, dass bestimmte Dinge einfach auch Zeit brauchen. Wir schauen mal weiter für die Kraft. Da haben wir hier den Bube der Schwerter. Da könnte es um das Thema Kritik, Konflikte, Kommunikation gehen. Vielleicht habt ihr wirklich das Gefühl, euch verteidigen zu müssen. Aber ich habe so das Gefühl, dass das gar nicht wirklich notwendig ist. Weil egal, um was es jetzt hier geht, schaut, welche Kritik oder welches Feedback, ne, welche Art der Kommunikation euch hier entgegengebracht wird. Und prüft auch, was könnt ihr davon lernen, aber versucht nicht ständig euch zu verteidigen. Wenn ihr natürlich diejenigen seid, die hier auch Kritik aussprechen an andere, versucht hier wirklich, euch auch in die Lage oder in die Situation eures Gegenübers zu versetzen. Ne? Bestimmte Dinge brauchen wirklich Zeit. Menschen können sich nicht von heute auf morgen verändern. Versucht ja auch so ein bisschen die Ungeduld so ein bisschen auch zu zähmen, ne? Also gerade auch im Bereich der Kommunikation oder eventuell auch mit Kindern, ne? Vielleicht gibt es ja auch ja, Herausforderungen mit Kindern. Versucht da wirklich geduldig zu sein. Das ist ja auch so eine schicksalhafte Aufgabe. Vertrauen und Geduld. Und vor allem auch Vertrauen und Geduld mit euch selber, ne? Wir schauen mal weiter. So, und dann haben wir hier den Bube der Stäbe. Es könnte sich ja wirklich auch um Kinder handeln, ne? Oder ihr kommt hier nochmal in eine Situation, wo ihr euch in eurem eigenen inneren Kind angetriggert fühlt. Das kann auch gut möglich sein, ne? Also schaut hier, welche Situation kommt euch entgegen? Wo habt ihr das Gefühl, in alte Muster zu rutschen, euch selber einzuschränken oder zu begrenzen? Und guckt, welche Lernaufgabe versteckt sich dahinter. Versucht hier ganz bewusst in diese inneren Kindthemen auch zu gehen und wirklich zu gucken, okay, woher kenne ich das? Und was hat die Situation jetzt eigentlich wirklich mit mir auf der Erwachsenenebene zu tun? Ne? Weil oftmals begegnen uns Situationen im Außen, die uns an Emotionen erinnern, die wir von früher kennen. Und gerade hier so dieser Bereich, diese sich verteidigen müssen oder Sündenbock-Themen, ne? Das könnte sich hier zeigen. Also, wie gesagt, guckt da wirklich ganz klar, ja, was, auf was lasst ihr euch ein und auf was nicht. Und geht ja vor allem auch in die Selbstreflexion. Hinterfragt euch hier ganz klar auch selber. Nicht zu ungeduldig sein, fühlt euch hier nicht immer sofort angegriffen. Und auch wenn ihr diejenigen seid, die andere eventuell kritisieren oder ein Feedback geben, auch da immer fair bleiben und geduldig, ne? Gibt es ja nicht. Hier haben wir den Bube der Kelche. Eieiei, also wir haben jetzt hier das Luftelement, das Feuerelement und das Wasserelement, ne? Also hier geht es um den klaren Verstand. Hier geht es darum, über die Kommunikation neue Möglichkeiten und Chancen zu erfahren. Feedback, ne? Der Bube der Stäbe steht für Angebote, die euch entgegenkommen, die neue Impulse bringen, neue Leidenschaft, neue Ideen, ne? Und der Bube der Kelche, passend auch hier zum Ast der Kelche,
Geht um Entschuldigung, Entgegenkommen, Liebesangebote, Liebeserklärungen, na, Versöhnungen. Also es könnte sich ja wirklich ganz klar um eine Liebesthematik handeln bei dem einen oder anderen. Ne? Und versucht hier, wenn ihr diejenigen seid, die hier eventuell auf jemanden wieder zugehen wollen, versucht hier wirklich auch Geduld zu haben mit eurem Gegenüber. Vielleicht ist ja auch irgendetwas passiert, wo ihr euch für irgendetwas die Schuld gebt. Ne? Aber seid gewiss, egal was da passiert ist, ja, es sollte so sein. Da liegt hier ganz klar das Schicksalsrad. Ne? Also das ist eine Situation, die sollte so kommen. Und wirklich Geduld mit euch selber zu haben, ganz, ganz wichtig. Wir schauen jetzt mal aus dem Tarot, was kommt danach, was ich da noch zeigen möchte. Guckt mal, da haben wir hier die Mäßigkeit und die Königin der Schwerter. Die Mäßigkeit ist immer die Karte des Gleichgewichtes und der Heilung. Ne? Etwas wird hier ins Gleichgewicht gebracht, was eventuell in der Vergangenheit nicht im Gleichgewicht war. Und hier geht es darum, vielleicht hat man ja auch mit einer anderen Person zu tun, mit einer Partnerin, mit einer Freundin, mit einer Vorgesetzten, ne? Die hier vielleicht in der Vergangenheit relativ kühl war und jetzt aber anfängt, doch mehr auch sich zu öffnen wieder. Und da dürft ihr Geduld haben. Also macht ihr nicht durch voreilige Handlungen oder Gespräche oder Konflikte eventuell ein gutes Ergebnis kaputt. Ne? Also gebt euch die Zeit und auch eurem Gegenüber die Zeit. Ne? Wir schauen mal weiter. So, die nehmen wir jetzt alle. Dann haben wir hier die Königin der Münzen, den Hierophanten, den König der Stäbe und die fünf Stäbe. So, hier könnte auch noch eine andere Person eine Rolle spielen. Eine sehr erdlastige Person. Ne? Das hier könnte Zeichen Zwillinge, Waage, Wassermann sein. Das könnte Zeichen Stier, Steinbock, Jungfrau sein. Oder halt die Eigenschaften, die diese Königin hier verkörpern. Ne? Also hier eine relative Kühlheit, Klarheit, Kommunikation. Ja, eine gewisse rationale Persönlichkeit und hier mit der Königin der Münzen eine sehr bodenständige, ehrliche, aufrichtige, fleißige Person, die hier dafür sorgt oder sorgen möchte, dass es allen gut geht auch, ne? Und ich habe das Gefühl, dass es hier darum geht, wirklich auch das, was in der Vergangenheit nicht gut gelaufen ist, hier wirklich in ein ausgewogenes Prinzip zu bringen. Hier haben wir dann noch eine Personenkarte. Das könnte eine männliche Person sein, aber auch eine weibliche. Es sind allgemeine Legungen im Zeichen Löwe, Schütze, Widder. Und hier ist auch wieder so ein bisschen die Ungeduld und die Leidenschaft. Ne? Also ich habe so wirklich das Gefühl, es geht hier in dieser Woche darum, die Elemente alles so ein bisschen in den Ausgleich zu bringen. Und spannend aus dem Tarot, was kommen danach? Die fünf Stäbe. Einen Kampf, vor allem so eine Art Konkurrenzkampf, aufzugeben. Ne? Also es geht hier nicht darum, wer ist schöner, besser, klüger, weiß der Geier was, sondern es geht darum, Dinge in den Ausgleich zu bringen und für jede Person auch ein Verständnis aufzubringen. Und da seid ihr wirklich in dieser Woche aufgefordert. Ne? Also irgendeine Situation kommt hier, die ihr schon mal kennt oder kanntet oder erfahren habt. Und jetzt geht es darum, wirklich anders zu agieren. Na, hier haben wir die drei Münzen aus dem Tarot. Was kommt danach? Das ist für mich auch immer die Karte, du bist ein Meisterwerk. Und hier ist es wirklich so, dass man etwas zum Abschluss bringt, dass man etwas lernen durfte. Na, man hat in einer Situation eine Prüfung abgelegt und auch erfolgreich bestanden. Aber dadurch, dass es ja an der Unterseite des Decks liegt, ist es der versteckte Hinweis. Also geht es wirklich darum, jetzt anders zu agieren als noch in der Vergangenheit, um eben hier eine Prüfung erfolgreich abzulegen. Also wenn es um Konflikte geht, zum Beispiel zwischenmenschliche Konflikte, wo man so in seine Ängste gebracht wird, wo man sich immer selber die Schuld gibt oder wo man immer der Sündenbock ist, versucht erstmal aus dieser Situation rauszugehen und das Ganze aus der Vogelperspektive ganz klar hier zu betrachten. Ja?
Weil ich habe das Gefühl, dass hier wirklich nochmal alte Themen sich zeigen könnten. Na, und wir haben ja auch momentan sehr intensive Energien. Und da ist es halt auch möglich, dass man das auch ganz intensiv spürt. Na? So, ich schaue jetzt nochmal aus dem Lenormand-Deck, welche Karten hier wichtig werden. Nochmal als abschließender Ratschlag. Guckt mal, da haben wir hier die Vögel, das Buch. Ach, das sind so viele. Das nehmen wir nicht. Und hier haben wir die Wolken. So, und das meine ich. Es könnte sich hier um verborgenes Wissen handeln, da da steckt etwas hinter einer Situation, was euch vielleicht jetzt noch nicht bewusst ist. Und auch hier, das Buch steht wieder für Prüfungen, ne? Und momentan tappt ihr hier noch ein bisschen im Dunkeln. Ihr seid nervös, ihr seid unruhig wegen einer Situation, die ihr noch nicht wirklich einschätzen könnt. Ne? Und hier ist wirklich der Hinweis, lasst das einfach mal, beobachtet das Ganze mal aus der Vogelperspektive, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sich hier eine Situation teilweise sogar einfach selber auflösen könnte, wenn ihr eben mal nicht agiert. Ne? Zieht euch mal raus. Genau, und hier haben wir den Sarg, die Transformation, die Stagnation, den Stillstand. Aber das ist für mich etwas, eine alte Situation wird in die Beendigung gebracht. Ne? Und hier geht es wirklich darum, sich zu transformieren. Also hier wird sich etwas verändern, ganz klar. Und ich habe sogar das Gefühl, dass Dinge, die hier wirklich sehr im Unklaren waren, die euch sehr nervös gemacht haben, dass hier etwas transformiert wird und beendet wird. Ne? Und an der Unterseite haben wir das Haus. Das Haus steht für eine neue Stabilität und Beständigkeit. Es kann sich natürlich auch um häusliche Situationen handeln. Ne? Aber ich habe wirklich eher das Gefühl, dass es hier darum geht, in eine neue Beständigkeit zu kommen und in eine neue, ja, in eine neue, reifere Form. Darum geht es. Hier haben wir zum Beispiel auch die Sterne, interessanterweise, ne? Da geht es um die Klarheit, um den Erfolg. Also irgendetwas wird hier ganz klar in die Transformation gebracht, in die Mäßigkeit, in das ausgewogene Prinzip. Ne? Genau, wir schauen jetzt mal, den Impuls habe ich gerade noch, welche Lernaufgabe, ne? Also wir lassen hier noch mal eine Karte springen, welche Lernaufgabe oder welche Lektion wird in dieser Woche wichtig? Das Wachstum, guckt mal hier, gerade gesagt. Ich möchte mein Bewusstsein und meine Wahrnehmung erweitern. Das ist das, was ich gerade meinte. Wenn ich in einer Situation anders agiere als noch in der Vergangenheit, ne? Alte Themen, Ängste, inneres Kind, dann habe ich die Möglichkeit zu wachsen. Na? Also schaut hier genau, welche Situationen euch in der neuen Woche begegnen und geht hier nicht wieder in diese hilflose Position. Na? Also unterwerft euch hier nicht. Na? Prüft hier ganz genau, wo sind eure Anteile in einer Situation und was kann ich jetzt tun, um das zu lösen. Erwachsenenebene. Es geht ganz klar um die Erwachsenenebene in euch. Ne? Man hat das innere Kind und den inneren Erwachsenen. Ne? Ja, okay. Spannende Woche. Ich wünsche euch auf jeden Fall allen eine ganz gesunde Woche, eine liebevolle Woche, ja, einfach eine schöne Woche und dann bis bald. Eure Helene.